Technologie der Vergangenheit trifft auf automobile Zukunft. Zwischen historischen Rosinenbombern und auf stillgelegten Landebahnen ertönt am ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof der charakteristische Audi E-Sound. Das Flughafengelände als Kulisse für das Audi FutureLab Tron Experience. Zwei Wochen lang präsentiert Audi hier internationalen Medien die Tron-Familie und damit die Zukunft nachhaltiger Mobilität. Die Journalisten nehmen die Botschaften doch sehr gut auf. Sei es die Botschaften, dass Audi wirklich ein unheimlich breites, gefächertes Know-how zum Thema Elektromobilität hat, ein unheimlich breit gefächertes Know-how der einzelnen Skills, wie denn Elektromobilität heute bedient werden kann. Elektromobilität. Das sind der A1 e-tron, der A3 e-tron und der Supersportwagen R8 e-tron. Die Journalisten erleben Audi Zukunftstechnologien in Berlin hautnah. Bei mir war Audi Theorie ist tatsächlich bekannt, aber eben bislang halt nur als Theorie. Und das zu erfahren, tatsächlich diese Beschleunigung zu erfahren, diese Performance zu erfahren, das war eigentlich das Interessante daran, ja. Denn wer saß schon einmal am Steuer eines Elektroautos, das in 4 Sekunden von 0 auf 100 sprintet? Im Fokus auch der A3 G-Tron, CO2-neutral angetrieben mit künstlichem Audi E-Gas. Also zunächst mal sind die Journalisten begeistert, wenn wir ihnen das Konzept erzählen, weil sie vor allen Dingen von den 20 Gramm CO2, mit der Kunde unterwegs ist, pro Kilometer eben begeistert sind. Wie kann es sein, dass ein Verbrennungsfahrzeug mit 20 Gramm CO2 pro Kilometer auskommt? E-Tron und G-Tron. Die Tron-Familie ist für den Vorstand der technischen Entwicklung Wolfgang Dürheimer Garant für das Erreichen ehrgeiziger Klimaziele. Aktuell sind wir anerkannterweise die Premium-Marke mit den niedrigsten CO2-Flottenemissionen in Deutschland. Denn wir bekennen uns, und da sind wir in guter Runde mit dem gesamten Volkswagen-Konzern, zum EU-Klimaziel von 95 Gramm CO2 bis 2020. Daran wird die Tron-Familie einen entscheidenden Anteil haben. Das ist die Botschaft des Audi Future Labs in Berlin.